Hallo und herzlich willkommen bei den Klassikern aus dem Erdkundeunterricht. Heute mit einem Video aus der Reihe der Küstenformen. Wir reden heute über die Flachküste. Flachküsten sind, ganz allgemein gesagt, Bereiche, in denen das Land allmählich in das Meer übergeht. Sie können entweder durch das Vordringen des Meeres auf flach ansteigendem Land oder durch Abtragung von Lockergesteinen entstanden sein. Grundsätzlich lässt sie sich in zwei grobe Bereiche einteilen, die Schorre hier links und die Uferzone mit unserem Strand und unserer Küstendüne. Wir sind jetzt in der Schorre, die allgemein als Zone des Sedimenttransportes bezeichnet wird. Wir sehen, dass dies als Brandungszone bezeichnet werden kann und wir haben hier gleich ein paar Beschriftungen, nämlich die Brecherzone, das sind die Zonen, wo diese zugegeben etwas seltsam animierten Wellen brechen, das heißt, sie werden immer größer aufgrund der Verringerung der Meerestiefe und brechen dort über den Sandriffen, die auch als Barren bezeichnet werden. Und im Sandrifftal, sollte es denn zwei von diesen Brecherzonen geben, vertieft sich das Wasser wieder etwas. Hinter der Brecherzone kommt es zu einer Rollerzone. In dieser Rollerzone bewegen sich nur noch kleine Wellen Richtung Spülsaum. Und das ist dann der Bereich, wo wir stetig den Fluss von kleinen Wellen haben. Der Bereich zwischen der Barre und dem Spülsaum am Untergrund wird als Küstenbriel bezeichnet. Diese signalisiert, dass das Meer an diesen Stellen stetig Material transportiert und umlagert. Ich habe da mal einen kleinen Stein animiert. Und wir erkennen hier, wie dieses Steinchen sich von der Barre durch den Küstenbriel hin zum Spülsaum bewegt und es dann auch schlussendlich auf den Strandwall schafft, über den wir gleich mehr sprechen werden. Bewegen wir uns nun in den Bereich des Strandes und der Küstendüne, sehen wir zunächst auf der linken Seite den Strandwall. Als Strandwall wird der nur wenige Dezimeter höher liegende Strandbereich bezeichnet. Er entsteht durch Ablagerung von groberem Material, das von den Wellen nicht mehr abtransportiert wird. Das Strandkliff begrenzt den Strand in Richtung Düne. Wenn sich in dem Bereich zwischen Strandwall und Strandkliff, welcher auch allgemein als Strandrinne bezeichnet wird, permanent Wasser befindet, dann kann diese auch als Strandlagune bezeichnet werden. Der Winterstrandwall liegt normalerweise aufgrund der stärkeren Brandung im Winter etwas weiter landeinwärts und hat eine etwas steilere Form. Ich habe ihn mal hier an die Düne herangelegt. Der Hauptprozess beim Materialtransport im Bereich des Strandes und der Dünen ist natürlich der Transport der Materialien durch den Wind. Wir erkennen, wie der Wind den Sand aus dem Strand herausbläst und in Richtung Dünen oder sogar dahinter ablagert. So, da sehen wir die Flachküste nochmal in ihrer ganzen Formenvielfalt und Schönheit. Wenn es euch geholfen hat, Daumen hoch, lasst ein Abo da und bis bald, euer Erdkunde-Genius.